So, wir sind mittlerweile angekommen am Vestax-Stand hier auf der Musikmesse und ich stehe mit Robert und Robert kommt von Vestax und weiß dementsprechend natürlich eine Menge über Vestax und wahrscheinlich auch die ganzen Neuigkeiten und am besten erklärt er euch, was es hier so Neues zu sehen gibt und ich werde zwischendurch mal ein paar vielleicht dumme Fragen einwerfen, aber zum Beispiel, was zur Hölle ist das? Und das gucken wir uns doch einfach mal an. Erstmal schönen guten Tag, Robert. Ich gebe dir mal eben kurz die Hand. Moin. Ja, und hier stehe ich vor dem PBS 4 und betrachte mich quasi selber. Genau. Und bin ein bisschen verwirrt. Wir haben das jetzt hier mal mit zwei Kameras angeschlossen. Also PBS 4 steht, oder PBS steht für Portable Broadcast Station. Ist ein Broadcast Mixer. Für den, der sich jetzt nicht so damit was anfangen kann, es ist ein kleines Mischpult, in dem man drei Audiosignale zuspielen kann und vier Videosignale einspielen kann und das Ganze dann per USB an einen Rechner anschließen kann und dann wird das Signal an einen Streaming-Dings wie zum Beispiel Ustream gesendet. Das ist ungefähr das wie YouTube Live. Stream von YouTube. Das heißt, man kann seine eigene kleine Fernsehsendung kreieren und wenn man das so jetzt mal in der Praxis sieht, wir haben jetzt hier, wie gesagt, zwei Kameras angeschlossen. Das können handelsübliche Überwachungskameras sein, kann aber auch eine Fotokamera sein. Also als einzige Voraussetzung braucht man eigentlich so einen Cinch-Eingang und dann kann man das Ding direkt anschließen. In welchem Anwenderbereich würdest du das ansiedeln? Im Sinne von, es ist so die nächste Stufe zum Podcasting, der DJ, der jetzt momentan halt über, wie hießen die ganzen Dinger nochmal? Ja, Ustream hieß es doch früher auch, glaube ich. Oder so, diese, also wo es halt einfach um Radio ging, halt Webradio. Ja. Ist das die nächste Stufe davon? Es ist eine nächste Stufe, aber es geht noch ein bisschen weiter. Also es ist nicht nur, ich meine, Vestax ist zwar ein DJ-Brand, aber wir wollen auch ein bisschen auf andere Märkte noch stoßen. Und die Karte, die wir hier sehen, die können wir eigentlich auch für Konferenzen benutzen oder wenn du heiratest, willst deinen fortgebliebenen Verwandten zeigen, wie es war, wie es ist. Es hat viele Anwendungsmöglichkeiten, also zum Beispiel E-Learning oder so Sachen, was du jetzt alles übers Internet machen kannst, live. Dafür ist es geeignet. Du schickst dein Signal über den Browser hoch und alle können dich live sehen, weltweit. Also DJ-Schule möglich zum Beispiel? DJ-Schule. Was auch immer du vorhast mit deiner eigenen Sendung. Oder das was wir gerade machen quasi. Zum Beispiel. Ja. Das könnten wir jetzt zum Beispiel auch live auf dem Streaming-Dings hochschicken und man könnte live von der Musikmesse senden. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung. Ja, okay, sollte Breitband sein und bei so einer geringen Auflösung von sagen wir mal, 480 in der Breite ungefähr, bräuchte man eine 2000er Leitung ungefähr. Also dann hast du eine 1000er Upload. Und das sollte schon ausreichen, um was hochzuschicken. Wann wird das Gerät rauskommen oder ist es schon released? Es ist schon draußen. Also man kann es aktuell kaufen, kostet so um die 500 Euro. Und es gibt eigentlich momentan so konkurrenzmäßig nichts Vergleichbares. Alles, was darüber liegt jetzt von wirklichen etablierten Marken in der Broadcast- und auch Filmbranche, das fängt alles so ab 1800 Euro an. Ja, ist wesentlich teurer auf jeden Fall. Also es ist relativ einfach zu bedienen. Im Grunde genommen, als würde man eine Soundkarte installieren. Ja. Ja, es wird ein Treiber installiert und dann ist es direkt verwendbar. Ja, nice. Also du kannst zum Beispiel auch, das wollte ich noch hinzufügen, du könntest zum Beispiel auch andere Signale über HDMI auch einspeisen oder auch VGA. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Laptop anschließt beim Auflegen, könntest du deine Software abbilden. Wir haben es zum Beispiel bei uns auf dem Stand drüben mit Serato Video angeschlossen und haben dann praktisch das Videosignal auf dem PBS 4 mit drauf. Und dann kann ich hier über die Tasten einfach das Programm wechseln, je nachdem, was die Eingangsquelle ist. Gerade angeschlossen. Genau. Und ich habe auch ein Preview. Tastatur hier oben. Das heißt, ich kann über einen zweiten Bildschirm vorsehen, was ich eigentlich da mache. Vorsehen ist sehr gut, ja, auf jeden Fall. Also ein neuer Markt in dem Sinne, beziehungsweise eine neue Nische auf jeden Fall, wie ich finde, auch zu einem sehr erschwinglichen Preis dann, wenn man es halt vergleicht mit den anderen Anbietern, beziehungsweise im professionellen Bereich. Auf jeden Fall eine sehr geile Entwicklung, gerade im Bereich von
Ja, so DJ-Schulen, Sachen und so oder Workshops im Studiobereich und so finde ich super geil. Also man kann seine Sachen divers erweitern, also was auch immer man gerade macht. Also ob du im Büro sitzt, ob du eine Live-Band bist oder keine Ahnung. Ich könnte sogar vorstellen, dass mein Vater das benutzt. Okay. Also, Westax wird vaterfreundlich und erschließt neue Welten. Nein, ich bin sehr gespannt. Ich werde das Ding mal zu Hause ausprobieren. Natürlich wusste ich, dass es schon längst auf dem Markt ist. Ich wollte es nochmal für euch klar machen. So, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Produkt über, lassen uns beim Rübergehen ein bisschen Zeit für eine Fluppe und gucken uns einfach das nächste Produkt an. Du bist noch bei uns, ne? Alles klar, bis gleich.